Es kam der Tag, ich sage immer Armageddon dazu. Da wusste ich, wenn du heute nicht gehst, dann stirbst du. Ich heiße Jenny Schmetzer und ich habe häusliche Gewalt erlebt. Ich habe häusliche Gewalt erlebt in Form von körperlicher Gewalt und psychischer Gewalt. Ich bin vergewaltigt worden, gedemütigt worden und missbraucht worden. Bevor ich den Mann kennengelernt habe, war ich alleinerziehend mit Kind, sehr glücklich, sehr fest im Leben. Ich habe mich bei ihm beworben als kaufmännische Angestellte. Ich war auf Arbeitssuche. Super netter Typ, ganz entspannt. Auch das Vorstellungsgespräch war sehr angenehm. Und für mich war das genau das, was ich gesucht habe. Arbeitszeiten, die ich prima mit der Inka vereinbaren konnte. Und er hat mir durchaus vermittelt, hier bist du gut aufgehoben. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis dass wir dann als Paar zusammengefunden haben. Anfänglich war die Beziehung wirklich schön. Er hat sehr viel auch mit Inka gemacht. Er hat uns Geschenke gemacht. Das war alles. Es war ein tolles Leben, was wir so in der Form nicht kannten. Ne, so stellt man sich ein schönes Familienleben vor. Der D-Day kam ein paar Wochen, nachdem er mich schon voll vereinnahmt hatte. Er hatte einen Tag auserkoren, so heute nehmen wir uns mal Zeit, heute Abend machen wir einen romantischen Abend, nur Zeit für uns. Und ich habe dann abends am Tisch gesessen. Und habe dann einfach nur gesagt, boah, ich bin so müde, ich bin echt froh, wenn ich im Bett bin. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Dann ist er aufgesprungen, hat mich an der Gurgel gepackt, an die Küchenwand gedrückt und ich baumelte an seiner Hand in der Luft, bekam keine Luft mehr. Und mein einziger Gedanke war, mach einfach, dass ich das hier überlebe und dass das Kind nicht wach wird, weil die lag ja oben. Mal hat er mich nur geschubst, mal hat er mich auch nur zusammengebrüllt, mal hat er mich wirklich massiv malträtiert. Mit jedem Mal wurde es intensiver und gewalttätiger. Und wenn er ins Gesicht geschlagen hat, dann in der Regel nur mit der flachen Hand. Da bleiben selten blaue Flecken. Es gibt echt so Fotos. Da sieht man die pure Verzweiflung in meinen Augen, diese Riesennot. Ich habe jeden Tag gehasst. Ich war ja nie mehr alleine. Ich war ja noch nicht mal alleine beim Zahnarzt. Und dann kam der Tag, da ging schon morgens die Post ab bei uns. Also da hat er auch alles demoliert. Das war ihm auch scheißegal. Er zermatscht mich an der Wand. Von mir aus hätte der mich totschlagen können, dann wäre es vorbei gewesen. Aber ich wollte nicht, dass Inka als Waise aufwächst. Ich bin Tami Weißenberg, habe selbst viele Jahre psychische und physische Gewalt erlebt, habe es geschafft, mich daraus zu lösen und bin zum Stand heute Gründer, Vorstandsvorsitzender und Initiator eines bundesweit agierenden professionellen Männerschutzprojektes. Ich hatte zeitweise Angst um mein Leben, dass ich irgendwann nicht mehr die Kraft habe, mich am Leben zu halten. Ja. Beziehungen, die in Gewalt ausufern, die in Misshandlung ausufern, mitunter jahrelang, die beginnen ja nicht damit, dass ich einen Menschen kennenlerne und nach dem ersten Date kriege ich eine gefeuert. Natürlich stehe ich dann auf und gehe. Aber wenn dann ganz viele Abhängigkeiten bestehen und erst dann das ansetzt, dann hat der Mensch eine viel, viel höhere Toleranzschwelle. Ich trage hier wirklich selbst eine große Verantwortung daran. Ich habe mich hier teilweise brechen lassen. Wo ich die Person kennenlernte, gab sie an, in einer von Gewalt und Misshandlung bestimmten Ehe zu leben.
Ich habe das auch damals nicht überprüft. Wenn eine Frau auf einen zukommt, in Tränen aufgelöst ist und auch glaubhaft darlegt, ich lebe in einer gewaltbeherrschten Beziehung, dann hinterfragt man das nicht. Sie gab dann an, da rauszuwollen, rauszumüssen, aber das selber nicht zu können. Und das war das für mich Schöne, was mir Energie gegeben hat. Ich habe mich als der Robin Hood, als der Retter gesehen. Es war dieser Wunsch, das aufrechtzuerhalten, das kann ja ein wunderbares Leben werden. Du musst nur in gewissen Sachen einfach das machen, was von dir verlangt wird. Vielleicht ist es ja gesund, vielleicht ist es ja normal. Ich hatte ja keine Ahnung davon, was normal ist. Anfangs war immer der Leitgedanke, sie bekommt dadurch ihr erlebtes, ich nenne es jetzt mal Trauma kompensiert. Und dass sie da so impulsiv drauf reagiert, wenn sie es nicht hat, das ist Folge dessen, das legitimiere ich. Das war am Anfang. Da war immer dieser Wunsch, sie wird gesunden. Und dann war es ein schleichender Prozess zu noch mehr fordern. Und die Art des Forderns wurde dann sehr schnell auch eben körperlich. Das jetzt wirklich nochmal zu thematisieren, wie die Übergrifflichkeiten aussahen, da fühle ich mich jetzt im Moment nicht dazu in der Lage. Es gab diese Momente, wo ich mir dessen bewusst war, was mir passiert und mir auch dessen bewusst war, dass das kannst du gar nicht mehr länger ertragen. Ich war da der festen Überzeugung, das wird nie enden und das Leid wird nie enden, es sei denn, du nimmst dir das Leben, dass das ein Ende hat. Ich hatte wirklich eine Zeit lang nur diesen Ausweg gehabt. Daraufhin habe ich dann morgens auf dem Weg eben ins Büro, im Auto, die ganze Zeit aus Verzweiflung, wirklich aus vollem Hals geschrien. Und das habe ich die ganze Fahrt gemacht. Und da habe ich dann so dermaßen Halsweh bekommen, dass ich dann auf der Arbeit wirklich kaum die Stimme hatte. Und je mehr dann der Feierabend nahe rückte, desto mehr wurde mir dann bewusst, dass ich nicht mal mehr diese Freiheit habe, selbstbestimmt nach der Arbeit in die Apotheke zu fahren und mir Halstabletten oder sowas zu kaufen. Weil eben der Heimweg minutiös geplant war, ich sag mal, auch überwacht war. Und da kam so eine Verzweiflung durch, dass ich entschieden habe, ich fahre da jetzt nicht mehr hin. Ich mache jetzt mein Telefon aus und fahre da nicht mehr hin. Heute den Tami zu treffen, hat für mich wirklich eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben das Gleiche erlebt, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Es ist irgendwie wie so ein Schulterschluss heute für mich. Bis heute fällt es mir nicht leicht, es strengt mich jedes Mal sehr, sehr an, darüber zu sprechen. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, es dennoch zu tun, weil ich sehe es als meine Aufgabe, über das Thema zu berichten, aufzuklären. Ich spreche überhaupt nicht mit anderen Betroffenen, weil direkte Konfrontation fällt mir enorm schwer, weil es mir schwer fällt, mich abzugrenzen zu erlebtem Leid. Tami! Der Tami, grüß dich! Ich bin Jenny, hi. Schön, dich kennenzulernen. Das gebe ich gern so zurück. Super, hallo! Danke. Hör mal, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht aus, aber ich weiß, wo wir Kaffee oder Tee bekommen. Sollen wir mal gucken? Das ist ein Plan, so super. Machen wir das. Da lang. Möchtest du einen Kaffee? Ich trinke keinen. Seit fast 40 Jahren trinke ich keinen Kaffee. Was? Nee, auch kein Alkohol, auch kein Kaffee. Ach Mensch, Tami, ich muss mir mal den Tisch schnell erholen. Ich bin so klein. Geht das für dich? Was machst du jetzt heute? Du hast einen Verein, ne? Ja, was mal, also, ne, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich heute mit dir hier sitze oder dass ich mich in dem Thema stark mache? Das fing vor vielen, vielen Jahren an. Das ist sehr, sehr lang her. Reichen keine zwei Hände. Da
bin ich in eine Partnerschaft geraten, die sich sehr, sehr schnell als eine wirklich von Gewalt und Misshandlung geprägte Partnerschaft entpuppte. Die äußeren sichtbaren Verletzungen, die sind mit der Zeit verheilen die und die kriegt man dann auch nicht mehr mit. Das Problem ist bei mir wirklich das psychisch Erlebte und auch sich das Eingestehen, dass einem das zugestoßen ist, obwohl man intelligent ist und reflektiert ist. Ich war damals als Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen beschäftigt, hatte viele Menschen unter mir und da war eine ganz, ganz große Scham da. Ja, ich sitze aus dem gleichen Grund hier. Ich habe häusliche Gewalt erlebt, mit allen Facetten auch, psychische Gewalt, physische Gewalt, zusammen mit meiner damals 3-jährigen Tochter. Sie hat alles mit angesehen oder auch alles erlebt. Weißt du, warum er so ist? Was könnte bei ihm mal schiefgelaufen sein, dass er sowas mit Menschen macht? Ich wusste gefühlt nichts von ihm. Und er hatte zwei Gesichter. Er hatte wirklich zwei. Ich habe ihm morgens angesehen, wie der Tag wird. Das ist zum Beispiel was mich immer interessiert. Ja, dieses in den Täter oder die Täterin hineinversetzen, warum tun die das? Nee, das wollte ich nachher nicht mehr wissen. Ich habe nachher nur, bei der Fahndung ging es ja auch darum, was ich zu bekommen habe und sowas. Und dann habe ich dann nachher, wissend, dass ich nichts habe, ich habe Schulden, die habe ich heute noch, weil ich auch für und mit ihnen unterschrieben habe. Ja, kenne ich das. Geht mir ähnlich. Wissend, dass ich nichts mehr habe, habe ich da wirklich gesessen. Ich brauche nichts und ich will auch nichts. Mhm. Ich habe alles. Mhm. Ich habe eine Zukunft. Genau. Und er so hat nichts. Das, und er so wird hab nie auch eine gesehen. Zukunft haben. So und hab da, ich das, auch gesehen. Das war so der Punkt für mich so, wow, ich bin kein Opfer mehr. Ich bin, ja. Nee, bei mir gab es nichts Juristisches. Also ich habe nie Anzeige gestellt, es ist nie vor Behörden gegangen. Ich habe das nie gemacht, aber da war einfach die Angst zu groß, wenn ich das tue, dass die Übergriffe noch eine ganz andere Dimension annehmen. Ja. Deswegen habe ich das nie gemacht, bis heute nicht. Und ich wünsche dieser Frau auch bis heute weder was Schlechtes, noch wünsche ich. Ich habe bis heute auch Mitleid mit ihr und wünsche ihr auch, dass sie irgendwann erkennt, das, was sie tut. Sag mal, wie hast du das eigentlich geschafft, wieder Vertrauen zu finden? Du hast eine Partnerin, ich habe ja jetzt auch einen Mann und ich war durch mit dem Thema Männer. Also, klar, man hat dann gar kein Vertrauen mehr. Nee, genau. Nichts und niemanden. Wie hast du es für dich geschafft? Was hast du für dich gemacht, dass du dich wieder einlassen konntest? Ich habe damals gedacht, ich bekomme das nur hin, wenn ich mir jetzt jemanden suche, eine Partnerin und völlig ohne Therapie, völlig ohne Eigenreflexion das Ganze angehe und dann mit jemand an meiner Seite. Das war so lange Zeit mein Denken. Mhm. Bullshit. Ja. Ganz großer Bullshit. Zweimal versucht, dreimal versucht. Man hinterlässt unfassbar viel verbrannte Erde bei dem Menschen, der sich dann versucht an einen zu binden, bei dessen Familie, dessen Freunde, an sich selbst. Völliger Quatsch. Mein Weg war, mich wirklich erstmal intensiv mit mir selbst und mit dem Thema auseinandersetzen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wirklich ganz knallhart damit auseinandersetzen. Durch die beiden Bücher, durch das drüber sprechen, durch eine Therapie, die ich begonnen habe. Und um dann zu sehen, woran liegt es denn eigentlich? Das war aber bei mir ganz genauso, wirklich ganz genauso. Man beschäftigt sich viel zu lange mit dem Gegenüber. Ja, richtig, genau. Das ist doch Bullshit. Warum beschäftige ich mich ewig mit dem Gegenüber? Genau. Ich beschäftige mich mit dem einen Menschen. Ja. Aber in der Zwischenzeit kommen noch 1000 Menschen auf mich zu. Ich muss mich doch mit mir beschäftigen. Tatsächlich kann ich das immer noch, einen Schalter in mir umlegen, der wirklich so eine Schutzfunktion hat. Wenn das mir nicht gut tut, dann lege ich einen Schalter um. Weg. Tabi. Ja. Wahnsinn. War also für mich auch echt emotional. Ja. Und hat auch ein bisschen angestrengt. Lass uns noch eine Runde Ping-Pong spielen. Ja, da cool. Wird man einfach noch locker. Und das kommt. Das ist übrigens meine Premiere. Ich habe noch nie mal mit dem Ping-Pong gespielt. Ernsthaft? Ja. Das ist ja irre. Ohne Mist. Wir sind wirklich blutige Anfänger. Nächstes Jahr machen wir weiter. Weltmeister. Aber kommst du dran oder soll der Zwerg Jenny das machen? Tami, ich finde das grandios, wirklich grandios, ja, dass wir uns kennengelernt haben. Ja.
und wir kämpfen für die gleiche Sache. Richtig. Und gemeinsam können wir viel, viel stärker sein. Das sehe ich auch so. Gemeinsam kann man ganz, ganz viel erreichen. Ja. Und es war mega interessant, mal wirklich aus erster Hand mit jemandem zusammenzusitzen aus dieser Thematik. Ja, super. Auf jeden Fall. Und wenn euch der Film gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Kommentare oder auch Fragen hier unter dem Video. Und wenn ihr mehr sehen wollt von ZDF 37 Grad, dann abonniert den Kanal.